Willkommen zurück und lassen Sie mich mit den neuesten Informationen des Tages aktualisieren. Unerwartete News von Florian Silbereisen. Obwohl sich der Star zu privaten Themen weitestgehend bedeckt hält, überrascht er seine Fans nun mit einer emotionalen Beichte. Huch, so kennen wir Florian Silbereisen ja gar nicht. Eigentlich ist der Schlagerstar dafür bekannt, dass er so gut wie nie Infos zu seinem Privatleben preisgibt. Umso schöner somit die jüngste News von dem 38-Jährigen. Vor gut einem Jahr gaben Florian Silbereisen und Helene Fischer ihre Trennung bekannt. Für den Schlagerstar alles andere als leicht. Während Helene nämlich in ihrem Thomas Hotel einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, geht Florian immer noch solo durchs Leben. Gegen ein paar Flöts hat der smarte 38-Jährige jedoch nichts einzuwenden. So erklärt er gegenüber, dass ein paar Flirts etwas Wunderbares seien. Doch damit nicht genug. Wie Florian weiter verrät, hat er auch nach der Trennung seine Familienplanung nicht ad acta gelegt, alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein. Kein Wunder somit, dass er auch die Weihnachtstage im Kreise seiner Liebsten in Bayern verbringt. Weihnachten feiere ich wie immer mit der ganzen großen Familie in der Heimat. Ob uns Florian wohl im nächsten Jahr mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein. Danke fürs Zuhören. Tschüss.